Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottermore. Beim letzten Mal habe ich erstaunt festgestellt, dass ich ins Haus Slytherin gekommen bin. Ich finde es wahnsinnig cool, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und wir haben einen sehr, sehr langen Text gelesen. Diese wunderschöne Willkommensbotschaft. Aber jetzt erstmal zurück zum Gemeinschaftsraum und ich wollte euch ja noch einiges hier zeigen. Es ist natürlich noch lange nicht alles, was diese Seite zu bieten hat. Ich habe gerade mal ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Ihr könnt jetzt, wenn ihr einem Haus zugewiesen worden seid, auch Hauspunkte sammeln. Momentan habe ich noch keine. Die Möglichkeiten, Hauspunkte zu sammeln, sind hier ja relativ weit gefächert. Ihr könnt Zaubertränke brauen. Ihr könnt euch mit anderen Mitspielern hier duellieren. Ihr könnt aber auch einfach die Geschichte von Harry Potter durchgehen. Und könnt, wartet ganz kurz, wenn ich hier drauf gehe, glaube ich. Ja, genau. Könnt hier dann die Geschichte von Harry erkunden. Das ist hier unten mit dieser Timeline. Und könnt da dann auch nochmal Hauspunkte sammeln. Das ist zwar nicht wahnsinnig viel, was ihr da sammeln könnt, aber es ist etwas. Und da ich jetzt nicht so furchtbar viel Zeit habe und ich mir 1000% nicht sicher bin, dass ich das Zaubertrankbrauen erstmal verkacken werde, weil das definitiv nicht das Einfachste hier an dieser Seite ist, würde ich euch gerne hier das erstmal zeigen und würde gerne damit zumindest anfangen und euch die ersten 20 Minuten, die ich jetzt hier noch habe, weil ich dann nachher auch zur Arbeit muss, dann gerne zeigen. Jedes Buch aus Harrys Abenteuer wird auf der Handlungslinie symbolisch dargestellt. Also hier, das hatte ich euch ja schon gesagt, ne? Diese Symbole hier bedeuten, also sind die verschiedenen Bücher, die sieben. Du kannst jedes Buchsymbol antippen, um den Beginn des Buches zu sehen. Klicke jetzt eines an. Ich würde sagen, dann nehme ich mal das hier. Du kannst mehr über das Buch herausfinden, wenn du das Vorschaubild anklickst. Ach, okay, ich war schon auf dem ersten. Wenn ich jetzt das zweite hier nehme. Tada. So, dann könnte ich jetzt das Vorschaubild anklicken. Dann würde ich mich aber selber spoilern. Ist ja Blödsinn. So, deswegen nehme ich erstmal das Vorschaubild hier. Harry Potter und der Stein der Weisen. Hier kannst du eine Zusammenfassung von jenem Buch lesen, das du gerade erkundest. Texte in Gelb gehören bereits zum nächsten Teil der Geschichte. Klicke den gelben Text an, wenn du bereit bist, weiterzumachen. Eigentlich hatte Harry geglaubt, er sei ein ganz normaler Junge, zumindest bis zu seinem 11. Geburtstag. Da erfährt er, dass er sich an der Schule für Hexerei und Zauberei einfinden soll. Und warum? Weil Harry ein Zauberer ist. Und so wird für Harry das erste Jahr in der Schule das spannendste, aufregendste und lustigste in seinem Leben. Er stürzt von einem Abenteuer in die nächste ungeheuerliche Geschichte, muss gegen Bestien, Mitschüler und Fabelwesen kämpfen. Da ist es gut, dass er schon Freunde gefunden hat, die ihm im Kampf gegen die dunklen Mächte zur Seite stehen. Das ist sowas von Klischee einfach. Also das ist der Klappentext vom ersten Buch. Wer das erste Buch hat, kann da auch gerne nachlesen. Das müsste eigentlich eins zu eins der Text sein. Und wenn ich dann jetzt hier auf den gelben Text gehe, geht es direkt weiter. Kapitel 1. Ein Junge überlebt. Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie könnten sich in eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte verstricken, denn mit solchem Unsinn wollten sie nichts zu tun haben. Ich glaube, das sind die ersten Worte des Buches. Die ersten Worte des ersten Kapitels also halt, ne? Nun befindest du dich am Anfang eines Kapitels. Klicke den gelben Text an, wenn du bereit bist, zum nächsten Teil der Geschichte überzugehen. Ligusterweg Nummer 4. So. Ja, wie ihr jetzt hört, es gibt Ton. Das hier ist ein Moment, eine interaktive Szene aus Harrys Geschichte. Durch Doppelklicken oder unter Verwendung der Pfeiltasten kannst du zur nächsten Ebene der Szene übergehen. Also im Prinzip ist es relativ einfach. Ihr habt jetzt hier so eine Szene, die sich, wie ihr vielleicht seht, auch bewegt. Und ihr könnt diese Szene jetzt quasi erforschen. Ihr könnt mit der Maus über das Bild fahren und wenn ihr Glück habt, passiert dann auch was. Hier zum Beispiel, die Katze fängt an zu schnurren, der Schwanz bewegt sich. Hier könnt ihr einen Text lesen. Ligusterweg Nummer 4 von J.K. Rowling entdeckt. Gratuliere, du hast neues Material von J.K. Rowling entsperrt, indem sie preisgibt, was ihre Inspiration für das Heim der Dursleys war.
Halte auf den Hängeschildern links auf der Seite Ausschau nach weiteren neu verfassten Texten der Autorin. Sie sind durch einen Federkiel markiert. Das heißt, alle Bildchen, bei denen so ein Federkiel oben in der Ecke ist, die beinhalten spezielle Texte, neue, noch nie veröffentlichte Texte von J.K. Rowling. Hier oben könnt ihr dann noch immer sehen, wie viele Texte es gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel gleich ins nächste gehe, seht ihr, dass hier oben auch wieder Texte sind, die mit so einem kleinen Schloss versehen sind. Das heißt, die sind gesperrt, die habe ich noch nicht entdeckt. Sobald ich sie aber entdeckt habe, sind sie entsperrt und ich kann sie mir theoretisch durchlesen. Was ich jetzt aber erstmal noch nicht mache, denn ich möchte das Bild erstmal noch weiter erkunden. Jedes Mal, wenn ich etwas entdecke, füllt sich hier unten ein kleiner gelber Balken. Wenn der Balken voll ist, habe ich alles auf diesem Bild entdeckt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die nächste Ebene übergehe, so, mit einem Doppelklick, füllt sich da unten der gelbe Balken. Das Auto ist gut. Ja, ich weiß, danke. So. Wie viele Ebenen die Bilder haben, könnt ihr nur durch Probieren herausfinden. Hier, die hat zum Beispiel 3 Ebenen. Hier steht es auch, jede Ebene, die du erkundest, jedes Sammelobjekt, das du findest, hilft dabei, die Leiste, die sich unterhalb des Titels des jeweiligen Moments befindet, zu füllen. Sobald du alles entdeckt hast, was in diesem Moment zu finden gibt, ist diese Leiste voll. Dann hört man so ein magisches Klingelgeräusch und dann weiß man, dass es in diesem Bild nichts mehr zu finden gibt. Hier zum Beispiel kann ich auch die Vögel verscheuchen, das weiß ich noch. Ich weiß allerdings nicht, was es hier noch zu machen gibt. Ja, okay, danke, ich weiß es. Sehr schön. Gibt es an dem Auto noch irgendwas zu tun? Nee, ne? Also. Wenn ihr nochmal doppelklickt, kommt ihr halt... Achso, da. Bingo. Die Scheibenwischer waren's. Die hat mir noch gefehlt. Also, wie ihr gehört habt, das hat kurz geklingelt. Jetzt ist der gelbe Balken hier unten voll und das heißt, ich habe alles in diesem Bild entdeckt. Und kann mir jetzt ganz kurz mal diesen Text anschauen. Das sind meistens sogar relativ lange Texte. Der hier ist jetzt relativ kurz. Ich werde ihn euch jetzt aber nicht extra vorlesen. Ich habe auch nicht vor, alle Texte hier vorzulesen. Das würde euch ja auch den Reiz daran nehmen, das Ganze selbst zu entdecken, finde ich. Deswegen würde ich jetzt erstmal nur euch das so hier zeigen. Machen wir das mal so hier, so da, zack. Und wer sich das gerne durchlesen möchte, kann das tun. Der kann hier das Video mal kurz pausieren und sich das Ganze dann durchlesen. Viel Spaß dabei. Aber ich werde das jetzt erstmal nicht tun. Ich werde jetzt direkt hier zum nächsten Bild weitergehen. Hier seht ihr wieder, da gibt es einen Federkiel. Das heißt, hier gibt es auch wieder Texte. Hier seht ihr es, Maße. ist ein noch gesperrter Text, den ich jetzt hier finden kann. Erleuchter, Professor Dumbledore, Ligusterweg Nummer 4 habe ich schon. Erleuchter und Professor Dumbledore sind wahrscheinlich auch Texte, die ich finden kann. Gucken wir mal. Hoppala. Entleuchter, nicht Erleuchter. So, damit habe ich jetzt hier das erste Interaktive in diesem Bild schon gefunden. Maße. Was auch immer das bedeutet. Aber jetzt habe ich den Text entsperrt, wie ihr seht. Und jetzt kann es weitergehen mit dem... Ach, Kunden. Die Katze schnurrt weiterhin. Hier fröhlich vor sich hin. Okay, ich gehe mal eben in die nächste Ebene über. Ja, ich weiß. Irgendwie zeigt er mir diesen Text jedes Mal an. Das ist ein bisschen nervig. So, was kann ich denn hier jetzt noch tun? Was kann ich noch tun? Gibt es hier 3 Ebenen? Ah, okay. Das war's schon. Das magische Geklingel hat angezeigt, dass wir auch dieses hier fertig erkundet haben. Harry wird geliefert. Ein tiefes Brummen hatte die Stille um sie herum zerbrochen. Immer lauter wurde es. Sie schauten links und rechts die Straße hinunter, ob vielleicht ein Scheinwerfer auftauchte. Der Lärm schwoll zu einem Dröhnen an. Und als sie beide zum Himmel blickten, da fiel ein riesiges Motorrad aus den Lüften und landete auf der Straße vor ihnen. Ja. Das Motorrad von Sirius. Ja, hier gibt es im Prinzip nicht viel zu tun. Das kenne ich schon. Das Bild hat einfach nur 3 Ebenen. Und wenn ihr diese 3 Ebenen durchgeklickt habt, ist das Bild fertig. So. Zoomt es jetzt nochmal ein bisschen an das Motorrad ran und schon habt ihr das Geklingel und es ist fertig. Weiter geht's zum Schrank unter der Treppe. Hier haben wir wieder einen Text, den wir entsperren können. Vernon und Petunia Dursley.
gucken, was es hier so zu machen gibt. Ah, da haben wir den Text. Gut, habe ich entsperrt. Schön. Ah, hier kann man übrigens auch Dinge sammeln. So, und jedes Mal, wenn ihr etwas sammelt, bekommt ihr einen Hauspunkt. Hier oben habe ich jetzt einen Hauspunkt, weil ich diesen Wecker gesammelt habe. Kann ich mal Licht anmachen. Blub, 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 blub. So, gibt es noch eine dritte? Ja, es gibt noch eine dritte Ebene und das war's schon. Gut, dann hätten wir das auch. Und so geht das im Prinzip. Halt, hier bin ich erst. Da, Ausflug zum Zoo. Die Schlange öffnete plötzlich ihre kleinen Perlaugen. Langsam, ganz allmählich hob sie den Kopf und weiter kann ich nicht lesen, weil der Text verschwunden ist. Ach, sowas Doofes. Oh. Oh, ihr müsstet aber mal was an eurem Strom tun hier, Leute. Das ist aber ein bisschen gefährlich hier. Gibt es hier einen Text? Nein, es gibt hier keinen Text. Schade. Oh. Palim, palim. Boa Constrictor, Brasilien. Dieses Exemplar wurde im Zoo ausgebrütet. Boa Constrictors können bis zu 4 Meter lang werden. Sie fressen alles, was sie ins Visier bekommen, einschließlich Vögel, Schweine und Affen. Dabei packen sie ihre Beute und wickeln ihre Körper so lange um sie, bis die Opfer ersticken. Um sie schließlich in einem Stück zu verschlingen. Keine Angst, die Boa Constrictors in unserem Zoo sind wohl genährt. Ja, Freude, Freude. Trotzdem ist das ein bisschen... Hi. Oh, die Scheibe ist weg. Oh, die Scheibe ist weg. Was fehlt noch was? Was fehlt denn noch? Ich hab mir das angeschaut, okay. Bewegen die sich auch? Hallo? Ah, da. Oh, oh, eine Eidechse. Okay, dann hätte ich das auch fertig. Harry bekommt einen mysteriösen Brief. Ach so, ich hätte hier übrigens auch den komischen Text lesen können. Kapitel 2. Ein Fenster verschwindet. Fast 10 Jahre waren vergangen, seit die Dursleys eines Morgens die Haustür geöffnet und auf der Schwelle ihren Neffen gefunden hatten. Oh, okay. Briefe von niemandem. Die Flucht der brasilianischen Boa Constrictor hatte Harry die bisher längste Strafe eingebracht. Okay. Doof. Ja, also, Harry bekommt einen mysteriösen Brief. Das finde ich so cool. Harry hob ihn auf und starrte auf den Umschlag. Sein Herz schwirrte wie ein riesiges Gummiband. Niemand hatte ihm je in seinem ganzen Leben einen Brief geschrieben. Wer konnte es sein? Wer hat ihm denn geschrieben? Und gleich so viele. Oh, hier kann ich was sammeln. Pfeffer und Salz. Sehr schön. Kann ich bestimmt sehr viel mit anfangen. Oh, da kommen die Briefe aus dem Kamin geflogen. Kann ich hier sonst noch irgendwo Briefe rausholen? Das wäre lustig. Ich glaube nicht. Schade. Nächste Ebene. Kann ich hier noch irgendwas sammeln? Ich weiß, dass... Ah, hier. Ich weiß, dass ich irgendwo auch eine Tasse sammeln konnte. Postkarte. Okay. Schon eine Postkarte gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nächste Ebene mal kurz. Da habe ich noch einen Hammer, den ich sammeln kann. Guter Fund. Du kannst diese nützliche Werkzeug jetzt in deiner Sammlung geben. Dann lege ich den mal in meine Truhe, ne? Die Hütte auf dem Fels. Keiner von ihnen wusste, wonach genau er suchte. Oh, das ist ganz schön laut. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Hallo! Ah, hier kann ich auch was sammeln. Meeresalgen. Okay. Mit dem Boot kann ich doch auch irgendwas machen, ne? Zählt das? Ach ne, ich konnte das Licht anmachen. Okay. So, der Hüter der Schlüssel. Die Tür wurde mit solcher Wucht getroffen, dass sie glattweg aus den Angeln sprang und mit einem ohrenbetäubenden Knall auf dem Boden landete.
Das ist jetzt übrigens auch sehr genial. Da wollte ich auch schon mal darauf vorbereiten. Ich habe übrigens jetzt schon 6 Hauspunkte, weil jedes Mal, wenn ich was gefunden habe, ein Hauspunkt dazu kam. Jedes Mal, wenn so ein Lautsprechersymbol an den Bildern mit dran ist, wird eine kurze Sequenz aus so einer Art Hörbuch vorgelesen. Das wird jetzt gleich hoffentlich nicht zu laut. Seid gespannt. In der Türöffnung stand ein Riese von Mann. Sein Gesicht war fast gänzlich von einer langen, zottigen Haarmähne und einem wilden, struppigen Bart verdeckt. Doch man konnte seine Augen erkennen, die unter all dem Haar schimmerten, wie schwarze Käfer. Dieser Riese zwängte sich in die Hütte, den Rücken gebeugt, sodass sein Kopf die Decke nur streifte. Er bückte sich, stellte die Tür aufrecht und setzte sie mit leichter Hand wieder in den Rahmen ein. Der Lärm des Sturms draußen ließ etwas nach. Er wandte sich um und blickte sie an. Könnte eine Tasse Tee vertragen, war keine leichte Reise. Also, das war jetzt der kurze Ausschnitt aus dem Hörbuch, soweit ich weiß. Ich finde das sehr, sehr cool. Solche Sachen gibt es hier zum Beispiel nochmal. Die gibt es auch in den anderen Büchern dann noch verteilt. Finde ich wahnsinnig cool. Ah, Kerze. Gut, warum nicht? Und was ich allerdings ein bisschen schade finde, muss ich zugeben, kann ich den kitzeln? Früher gab es hier drunter immer die Möglichkeit zu chatten. Das heißt, hier drunter konnte man immer auch unter anderem die Lösungen hinschreiben, was man hier in dem Bild so alles noch finden kann. Das geht jetzt komischerweise nicht mehr. Ich finde das ein bisschen schade, weil das eigentlich echt immer eine sehr, sehr gute Hilfe war, auch wenn man mal überhaupt nicht mehr weiter wusste. Weil hier zum Beispiel, glaube ich, auch ein Bild ist, wo ich nicht alles finden werde. Ich gehe aber erstmal die nächste Ebene rein hier. Okay. Komm schon, komm schon. Ah, da. Darüber lesen. Geisterhandlungen. Okay. Wahrscheinlich irgendein. Lieber Hagrid, willst du nicht reinkommen? Also, wie ihr seht, ich finde hier irgendwie nicht alles. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo es hier noch was zu finden gäbe. Und dafür waren halt diese Texte unten immer sehr cool, die man sich da halt gegenseitig schreiben konnte. Weil man da halt dann auch, wie gesagt, die Lösungen immer reinschreiben konnte. Ja, das war immer so eine kleine Notlösung bei mir, aber mittlerweile, man kann natürlich auch weitergehen, ohne dass man alles gefunden hat. Aber das ist dann immer so, nee. Irgendwie hat man dann immer das Gefühl, man hat was vergessen. Hat man ja im Prinzip auch. Aber ich finde hier auch echt nichts mehr. Oder zumindest wüsste ich nicht was. Gibt's hier noch irgendwas? Sammeln? Sammeln Seltenes? Nein? Probably. Hier ist alles voller Staub. Normalerweise kann man auch immer mal so ein bisschen Staub wegwedeln hier. Aber nein, hier gibt es definitiv nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was das Letzte sein soll, das man hier finden kann. Deswegen gehe ich jetzt auch einfach mal. Ja, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Harry bekommt endlich seinen Brief. Hier kann man auch wieder die Lampe zum Schwingen bringen. Ah, hier. Palim, palim. Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Schulleiter Albus Dumbledore. Orden des Merlin, erster Klasse. Großzauberer soll das wahrscheinlich heißen. Hexenmeister. Ganz hohes Tier. Internationale Verteidigung der Zauberer. Vereinigung der Zauberer. So. Eieieiei, ganz hohes Tier. Ja.
Sehr geehrter Mr. Potter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und Ausrüstungsgegenstände. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens am 31. Juli. Mit freundlichen Grüßen, Minerva McGonagall, stellvertretende Schulleiterin. Cool. Ich habe immer jahrelang auf meinen Brief gewartet, aber nie kam einer an. Ach Mann, ich bin so... Ich bin deprimiert, bin ich. Ich will diesen Kuchen haben. Happy Birthday, Harry. Das ist vollkommen falsch. Da standen voll die komischen Sachen drauf, aber nicht das... Erinnert ihr? Also im Film zumindest war das so... Oh, Tür. Krabums. Im Film war das so, dass da total kuriose Dinge drauf standen. Also nicht kurios, aber dass die Rechtschreibung total verquer war. Nom 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 nom. Ha, ich wusste, dass ich irgendwo eine Tasse sammeln kann. Ich glaube, genau, hier kann ich nämlich auch die Kerzen entzünden. So, und wieder habe ich das Problem, dass ich nicht weiter weiß. Ach Mann, das ist doch ätzend. Kann ich noch irgendwo irgendwas... ich wette, ich kann mit denen hier noch irgendwas tun, aber offensichtlich nicht. Nein. Ja, wie gesagt, wieder habe ich das Problem, dass ich nicht weiter weiß. Ist irgendwie ein bisschen nervig. Jetzt habe ich schon das zweite Bild, bei dem ich nicht alles finde. Ich muss mal schauen, dass ich irgendwie offscreen... Oh, ich muss auch aufhören, ich muss aufhören. Ich habe schon überzogen. Dann ist das hier das letzte Bild, mit dem ich mich auch verabschiede. Beim nächsten Mal Ankunft in der Winkelgasse oder Zaubertränke brauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich dann zeige, aber ihr dürft gespannt sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich bin jetzt so ein bisschen in der Story drin, so deswegen habe ich irgendwie voll die Zeit vergessen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen. Und wie gesagt, wenn ihr das Spiel selber spielt, wenn ihr die Seite auf der Seite selber seid, schreibt es mir unten in die Kommentare und dann können wir ja gerne mal hier irgendwie intern quatschen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Wir sehen uns. Ciao.